Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Es wurden direkt am ersten Tag, ich hatte euch das gestern gesagt, die Kanalpunkte eingelöst. Und gewünscht wurde sich, zum Glück, Pokémon Rot. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht Pokémon Rot nehmen, sondern Pokémon Feuerrot. Weil Pokémon Rot so broken ist. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit den Highlights auf YouTube. Wenn euch das gefällt, gerne den Kanal abonnieren und auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Der Kanal ist unten verlinkt und ja, ganz viel Spaß mit den Highlights. Wie, ihr wählt nicht Bisasam? Bisasam? Es ist leicht zu trainieren. Möchtest du also das Pflanzen-Pokémon? Nein. Shiggy soll es sein. Es ist das Training wert. Sweet, möchtest du also das Wasser-Pokémon Shiggy? Nein. Glumanda soll es sein. Trainiere es geduldig. Sweet, du möchtest also das Feuer-Pokémon Glumanda? Nein. Abstimmung. Glumanda ist lame. Billy. Ich leg Glumanda einfach direkt ab. Okay, ich denke, das ist eindeutig. 5 für Feuer, 2 für Pflanze. Ich habe mich auch für Pflanze entschieden gehabt. Dieser Floss ist sowieso hässlich. Ehrenlu. Um Himmels Willen! Das erklärt uns erstmal, wie man kämpft. Das wusste man mich vor 20 Jahren nicht. Los, Skoppel! Billy ist jetzt immer für Skoppel. Alter, der macht direkt einen Volltreffer! Deine Anführungsrufe haben gewirkt. Ah, wir sind schneller. Innet hoch. Schon wieder ein Volltreffer! Kannst dir niemand erzählen. Wie soll das denn werden, wenn er mich schon mit 2 Volltreffern weghaut? Wurde übrigens heute auch schon eingelöst, die 100 Liegestütze. Das kannst du heute also nicht mehr einlösen. Ist auf einmal pro Stream begrenzt. Ich bin gerade bei 65 von 100 Liegestütze. 35 muss ich noch machen. Ich wusste es. Einmal Sand. Dreck trifft er gar nichts mehr. Bestimmt macht das Shiggy jetzt wieder 3 Volltreffer. Sieht schlecht aus fürs Skoppel. Sieht ganz schlecht aus. Jetzt mal deinen Volltreffer wetten. Ach, geht doch rein. Ich muss mich echt überleveln, um Skoppel zu schlagen. Skoppel ist einfach zu gut. Skoppel cheatet. Da ist es ja. Männlich sogar. Männlich! Ist doch nicht sehr effektiv, ne? Ich will's auch nicht killen, ne? Nein, das hab ich auch eingesetzt! Weil ich keine B-Attacke hab. Oh. Moin, Deadpool! Wie nennen wir den Kleinen hier? Lea, bist du noch da? Ah, Lea, zu spät. Aber Leo und Lea ist ja fast gleich. Danke, Tatja.
Checkt gerne mal YouTube aus. Ich habe heute wieder clevererweise einen Doppelupload gemacht. Gib mal einen Angriff-Buff. Wieso hatte ich eben doppelt Angriff-Buff hintereinander, zwei Stück, und jetzt drei immer hintereinander gar keinen? Ich werde noch ein Alert machen. Ein Alert. Ein Command, wo die ganze Liste drin ist, Leute. Wenn Tatja gut ist, dann macht die Liste eben. Alter Schwede, ist sehr stark. Entwicklung! Glutexo am Start! Müssen wir in die Mod-Schule, ja, ist so. Helix? Oder Dom, Leute. Helix oder Dom. Helix oder Dom. Ey, ihr seid echt nutzlos. Wieder 2 zu 2. Ihr seid euch auch immer sehr einig. Gucken, wer jetzt gewinnt. Skoppel mit seinem scheiß Level 17er Torboga gescheatet. Oder ich mit meinem 13er Pikachu. Ey, der macht wieder Sandwirbel. Komm. Volltreffer. Schade. Ja, moin. Das gibt's nicht! Skoppel cheatet! Das kann nicht sein, dass er schon wieder einen Volltreffer hat. Wie geht das? Ist er vorbereitet? Liegt an deinem Starter. Ach, ihr habt doch einen Arsch offen. Als ob. Das ist einfach mein Pech. Mein Pech, das ich immer hab. Wie oft will der noch Panzerschutz machen? Ja, klar!
Lächerlich. Lächerlich. Ich muss echt Blut machen. Der muss jetzt paralysiert sein, oder ich krieg mal einen. Das kann nicht sein. Der schummelt doch. Kann ich ja nichts dafür, dass der schummelt. Der kann nur schummeln. Ey, diese scheiß Sandwirbelkacke! Mann! Mir fuckt das ab, dass ich keinen B-Knopf hab. Verbrenn den scheiß Vogel. Da, so, Volltreffer. So nämlich. Kriegt noch eine Krise, wirklich. Kriegt noch eine Krise, Mann. Also der Skoppel hat auch echt Pokémon gar nicht verstanden, ne? Sein Torboga ist Level 17, was sich auf Level 18 eigentlich erst entwickelt. Und sein Shiggy ist auf Level 18, obwohl es sich auf Level 16 entwickelt. Also der hat echt Ahnung. Ja, der hat halt Luck. Keine Ahnung. Ja, du bist für den Rivalen. Der Rival ist ein ganz toller Hecht, ich weiß. Hat Megahieb eigentlich nur 100er Prezi? Nee. Macht doch noch mehr Schaden.
Später, Rolf. Bam, besiegt. Easy. Wann machen wir Among Us? Hab ich doch gesagt, sobald wir 12 Leute haben. Wieso 12? Damit wir immer noch 10 sind, wenn 2 absagen. Ah, es wird noch was dauern, bis Among Us kommt. Ich werde das dann announcen in Events. Wahrscheinlich nach dem Fall Guys Event. So Leute, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die nächste. Lasst ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.